an, kein Wind. Das macht vorne. So, guten Morgen. Aber ich komme. So, 8:45. Guten Morgen. Der Anleger Bredereiche. Es ist frisch, es ist wirklich kühl. Wie viel genau wissen wir nicht. Wir haben kein Thermometer an Bord. Und mangels Netz, also nicht nur kein Datennetz, sondern überhaupt nichts. Auch keine Wettervorhersage für jetzt aktuell. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Fürstenberg. Dort durch die Schleuse Fürstenberg, dann durch die böse Schleuse Steinhavel, die am 13. September zumacht. Und dann gucken wir mal, Privat oder Boton. Bredereiche verlassen. Ja, haben wir. Jetzt ist es ganz alleine da. Ja, war ein schöner Anleger, ne? Doch, war nett, war schön. Ja, ja. Nette Leute kennengelernt aus der Schweiz, aus Bayern. Ja, das war lustig. Mhm. Nee, es war wirklich witzig gestern Abend. Ja, in dem Mini-Restaurant. Ja, rustikale Küche, muss man sagen. Ja, aber gechillte Bedienung. Ja. Nee, war gut. Witzige Unterhaltung haben wir gemacht. Und jetzt fahren wir Richtung Fürstenberg. Ein Stückchen in die schöne Havel. Stolzsee ist am Schluss mit diesem äußerst beschaulichen Berg. Ja. Dann kommt Schleuse Fürstenberg und die Schleuse Steinhavel. Damit überschreiten wir die Schwelle. Zu einer sicheren Heimkehr. Genau, die am 13. September für dieses Jahr schließt, bis Mai. Und alles, was Fürstenberg ist, bleibt dann südlich der Schleuse oder südöstlich. Und alles, was schon durch ist, bleibt auf der Seenplatte. Außer man fliegt hinten rum über die Elbe, wenn wir noch Wasser haben. So, wie weit fahren wir? Noch das Boot und mehr, dachte ich. Das Boot und mehr. Gut. Und das ist dann praktisch der letzte Stopp. Der letzte Stopp. Morgen können wir dann nach Rechnen fahren, nach Hause sozusagen. Genau. Also, erstmal ein Stückchen Havelknut.
So, jetzt ist Schluss mit der meandernden Havel. Ab hier, also wir fahren die Havel ja weiter hoch bis Pripyat. Ab hier ist die Havel wieder seenartig. Und als erstes kann man, glaube ich, in den Stolpsee. Das ist der erste. Ja. Stolpsee, ja. Dann haben wir auch wieder Tonnen. Kohlen immer rechts, weil Berg hoch. Und wir sind hier fast alleine unterwegs. So einen ganzen See für sich zu haben, außer ein paar Ankerliegern, hat schon was. Außerdem kommt die Sonne raus. China Sonne ist warm, ansonsten heute Morgen war es scheißkalt. Also wahrscheinlich ist in einer Stunde schon wieder Zuschauerwetter. Wenn Heidi im Hintergrund hier mal tippt und schreibt und Notizen macht, dann ist sie nicht etwa in sozialen Netzwerken unterwegs und pflegt ihre Kontakte. Nö, das macht machen wir sie mal eher abends. Heidi, was machst du? Ich schreibe mir was auf, damit ich nachher mal einen vernünftigen Reisebericht hinkriege. Weil wenn alles klappt und das so akzeptiert wird und wir einen schönen Text beisammen kriegen, werden wir die Route im nächsten Jahr im Seenland schon mal sehen. Und lesen. So die Verabredung mit dem Herausgeber. Schauen wir mal. Die ist aber erst im April verfügbar, also ist noch ein bisschen hin. Im April 22, wir haben September 21. Gibt es jetzt noch einmal mehr Seenland schon mal. Seenland heißt das Ding, oder? Das heißt das Ding Seenland Verlag, Seenland. Ich glaube, die Ausgabe heißt auch Seenland, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Du hast den Kontakt hergestellt. Ich war das nicht. Gut, ich war wieder schuld. Beziehungsweise ich habe wieder den originalen oder den korrekten Namen vergessen. So ist das immer bei uns. Ich werde ihn irgendwann mal Heidi sagen und dann wissen wir den immer. Das ist richtig, ja. Aber eigentlich wollte der Mann doch nur, in Anführungszeichen, nur den Reisebericht über den Fino-Kanal haben. Ja, der kriegt aber trotzdem eine komplette Route, oder? Das weiß ich noch nicht. Wenn er das alles bezahlt. Nur dann und nur dann, denn es wird tatsächlich bezahlt. Stimmt. Dann habe ich nämlich, ich habe dann Taschengeld verdient. Ja, die Bezahlung wird zwar nicht für den Sprit für die Reise reichen, aber ist ja auch mal nett. Du, das weiß ich gar nicht, weil pro Bild und so kriegst du da schon richtig Geld. Kommt drauf an, wie viel sie nachher abdrucken, nicht pro eine schicken. Ich schicke nur Bilder. Ja, wir gucken mal. Jetzt hätte ich beinahe eine unzulässige Abkürzung genommen, weil hier vorne haben wir ja noch die Fischreusenanlage, auch mit einem kleinen Schildchen versehen, weiß und rot, und nur auf der weißen Seite darf man natürlich vorbeifahren, also wir müssen hier einen Bogen fahren, dann geht es links rein, die Havel weiter und das Schild bleibt dann trotzdem auf der Steuerbordseite. Nein, Quatsch, so weit sind wir noch nicht, in die Segelhafen. Ja. Gut. So, hinter der Kurve kommen wir raus von der Segelhavel auf den Schwebsee
da ist geradezu den Stadtanleger Fürstenberg zu sehen und der Yachthafen Fürstenberg, die werden gemeinsam betrieben. Und wir ziehen einmal direkt links ums Eck. Aber kommt uns einer entgegen. Oder? Nee. Wir ziehen einmal links ums Eck, da geht es dann direkt weiter Richtung Schleuse Fürstenberg in diesen Minisee, wie heißt der, Kolbsee oder? Balensee heißt es. Balensee. Ja, ist ein Tümpelchen her. Und jetzt sehen wir mal, wie voll es noch ist am Fürstenberg. Das war letztens ja gerammelt voll, da müssten die Leute alle hier im Schwedsee irgendwo ankern, weil wir nichts mehr zu haben waren. Aber die Hauptsaison dürfte jetzt langsam durch sein. Was uns Hoffnung macht, dass die Wartezeiten an den Schleusen betrifft. Straßen, Kano und Limitz sind ja ansonsten immer relativ dicht und voll. Wir schauen mal. Da kommt noch ein The Boat aus Fürstenberg. Ist nicht so ganz klar, welche Ausfahrt er nehmen will. Fahren wir mal hinten rum. Dann geht es über die überdachte Brücke, keine Hausbrücke, die gibt es nur in den Neustrelitzer Gewässern, unter der überdachten Brücke Richtung Schleuse. In der Brücke ist Gegenverkehr und es ist Begegnungsverbot, also lassen wir den hier erstmal rauskommen. So, kleine rote Schiff voraus, will vermutlich auch schleusen. Schleuse hat grün und ist leer, das ist ja mal schön. Sollte einer reingefahren sein, sehen wir nicht, die Schleuse ist ums Eck da hinten. Dann wird sie gleich auf rot gehen, wenn er festgemacht hat, aber der grüne wird ja wohl hoffentlich einen Schleusengang anfordern. So, der dreht jetzt ab. Solange die grün ist, könnten wir einfach reinfahren. Werden wir dann mal tun. Hoffen, dass nicht auf der Gegenseite einer zieht. Auch auf dem Schwedsee sind wir im Augenblick alleine. Also müssen wir auf keinen warten, der dann noch mitschleusen wollte. Dann behalten wir mal die grüne Ampel im Auge. So, jetzt ist genau das eingetreten, was wir befürchtet hatten. Auf der anderen Seite hat jemand gezogen. Nein, der da drinnen liegt, hat gezogen. Da liegt einer drinnen und hat uns nicht gesehen, nehme ich mal an, wohlwollend. Das heißt, wir gehen jetzt an den Warteplatz hier am Steuerbord. Stimmt, wir wollten sowieso in Rechlin anrufen, dass wir ab morgen unseren Stammliegeplatz wieder gern hätten. Nee, der konnte uns nicht sehen. Jetzt sind wir schon mal so komisch um die Dalben rumgegeistert, weißt du noch? Ja. Und du musst den noch hinter dem Hebel nehmen, ne? Ja, ja.
nachher schaufen wir da lang. Ne? Ja, ja. Weil du kannst auch den Kleinen hier direkt davor nehmen. So, wir werden jetzt einen Schleusengang hier abwarten müssen. Ist so. Aber kein Drama, ne? So, das dürfte jetzt der letzte sein, der da rauskommt. Und jetzt da vorne vor dem Pol da, auf den achtet keiner oder was? Das heißt, wir durften jetzt gleich grün kriegen. Das war Absicht. Das macht er immer so. Ich, ja. Alles gut. Bitte? Ja, ja, ich glaube, der ist gut. Hast du den? Hast du ihn? Scheiße, ist aus. Rossiger. Ich habe hier. Gut, Heidi, nicht ganz so dolle Wetter. So, könnt ihr noch ein Stückchen wieder zurück? Jetzt halten vorne bitte. Ich will hier hinten auch eine Leine haben. Deshalb lass mal eins auf der Entfernung. Heidi, rein. So, das war jetzt ein langer Schleusenvorgang. Schauen wir mal, 11:05. So, nach dem doch recht langwierigen Schleusenmanöver sind wir jetzt auf dem Holpinsee. Holpin, doch, ne? Ja. Holpinsee.
Da geht es da hinten am Horizont sozusagen einmal links ums Eck und dann rechts die Havel weiter hoch. Und da ist dann auch schon gleich als Steinhavel, genau, und da ist dann auch schon gleich die Schleuse Steinhavel. Aus der Steinhavel, viele Grüße an dieser Stelle an das Schiff Trixi. Da war ein netter Mensch, der uns anscheinend kannte. Und das war ein netter Daumen hoch. Der ist mal viel schöner so ein Daumen als der unter den Videos. Grüße zurück an Trixi. So, zwischen Schleuse Fürstenberg, Schleuse Steinhavel lohnt das eigentlich kaum, die Fender reinzuholen. Schleuse Steinhavel ist jetzt vor uns. Und ich muss hier einen Akku tauschen durchkommen. Na, vielleicht liegen wir einen Augenblick und haben eine Chance dazu. So, da wurde gerade hochgeschleust. Die werden demnächst dann rausfahren, dann kommen die von oben rein. Also, und einer liegt hier schon. Also legen ganz brav hinter den und warten. So, es geht doch rein in die Schleuse Steinhavel. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber hinter uns hat sich eine echte Schlange gebildet inzwischen. Ja, so alles, was wir dort wissen, das ist auch nicht. Wir gehen am Backbord, Heidi. Ja, wir nehmen die beide. Ja, dann muss ich aber halten. Du hast da oben Ring, nimm lieber den. Einen weiter, Heidi. So, geht los. Kannst reinholen.
das war schon der Ziernsee. Oder war schon, ja, wir sind da mitten drauf. Und hinten ist schon wieder das Zeichen, dass wir dann reinkommen in die Havel weiter. Die Sonne ist jetzt draußen, wir haben einen richtigen Hochsommertag. War im letzten Jahr genauso, als wir hier wieder waren, war es immer Hochsommer. Heidi ist gerade. Bitte? Heidi ist. Heidi ist, genau. Ja, das. Die tolle Aprikosenmarmelade von Waldraut. Ich sag euch, die ist sowas von lecker. Aber nicht käuflich für da. Nö. Nee, da muss man sich das mit meiner Mutter gut stellen und dann kriegt man vielleicht auch noch den Kurs. Aber die Adresse und Telefonnummer geben wir hier natürlich nicht raus. Wenn Thomas sie aus dem Keller holt. Wenn Thomas die Marmelade aus dem Keller holt, nicht die Oma. Raus, haben wir jetzt Pripyat. Bei Pripyat biegen wir links in die Müritz-Havel-Wasserstraße ein. Die Kleinseenplatte beginnt da und gehört dazu. Die ist dann auch hier neu kilometriert, fängt bei 0 an hier. Die obere Havel-Wasserstraße und die Havel gehen hier rechts hoch bei Pripyat rein und enden in Neustrelitz. Ist eine Sackgasse auf die obere Havel-Wasserstraße. Also genau genommen fängt es natürlich da an. Und wenn natürlich da will, fahren wir natürlich. Aber wir fahren jetzt auf die Kleinseen und damit auf die Müritz-Havel-Wasserstraße und das Ganze nicht heute, aber morgen bis in Müritz durch. Nein, bis zur Kleinseen. Bitte? Ja. 5 vor uns. Hier Nummer 6. Schleuse hat 42 Meter oder so. Das heißt, für den ersten Schleusengang haben wir schon mal gar keine Chance. Je nachdem, ja, sind kleine Kuhnletours hier hinten. Das war 2. Hier ist ein großer. Naja, da sind schon große Schiffe dabei. Ich hoffe mal, dass er beim zweiten Mal mitkommt. Die Kunde-Tour sind doch 2, ne? Wenn wir Nummer 7 sind, dann kommen wir im zweiten Schleusen, also im dritten mit, nach den beiden ersten. Naja, wir schauen mal. Das wird einen Augenblick dauern. So, jetzt liegen wir hier mal kurzzeitig nur. Die kommen alle gerade raus. 13.05 Uhr und wir werden dann ja gleich aufrücken, deshalb haben wir jetzt gerade viel Abstand gelassen. Beim nächsten Mal rücken wir näher. Ich lasse diesen Schleusengang mal spaßhalber wieder mal ein Zeitraffer-Video durchlaufen. Schleusen haben wir irgendwie die Tage hier noch gefilmt und gesehen. So, jetzt geht es noch einmal durch den Pärlitzsee. Gucken, Pärlitzsee. Ja genau, durch den kleinen Pärlitzsee genau genommen. Und dann geht's links ab Richtung Marina Wolfsburg zum Boot holen.
Die andere Seite hier hat eine ganz schöne Schlange. Ja. Ich denke mal, die ganz hinten stehen, wir sehen noch gar nicht das Ende. Die werden wohl mehrere Stunden warten müssen. Ganz draußen liegen sie schon im Päckchen und wir gucken mal, ob noch welche aus dem See sind. Schon auf dem See. Links geht es in den großen Perlensee, das ist aber für Motorboote in der Sackgasse. Ich weiß nicht, ob man da hinten draußen irgendwo paddeln kann. Wir fahren rechts rum, bleiben im kleinen Perlensee. Da ist immer noch kleiner denn. Ne? Ja, genau genommen fahren wir jetzt erst in den kleinen. Ich glaube, wir sind hier gerade ein Stückchen auf dem großen. Und da halten wir uns dann die ganze Zeit, ja, sozusagen die Kurve durch am linken Ufer. Das Boot und mehr, da sollten wir in einer guten halben Stunde sein, dann haben wir 3 Uhr. Wir gucken mal, hier ist erheblich voller als auf der Havel jetzt. Der Anleger Straßen hat mich schon ein bisschen erschreckt, was die Aussichten jetzt betrifft für weitere Wartezeiten. Gucken wir mal. Rechts voraus geht es nach Kano, in den Kanoer See und Richtung Schleuse Kano, wenn man weiter Richtung Müritz wollte. Wir fahren links rum, bleiben auf dem kleinen Pelletsee. Und ja, praktisch Richtung Dolzbruch und wie heißt der Kanal da unten? Ich vergesse immer. Prebelo-Kanal. Wolfsburg wäre ein Plan B, da würden wir aber anrufen, ob da noch ein Platz ist. Die gehört eigentlich nicht zu unseren Lieblingsmarinas. Was ist das? Krieg Maritim? Nee, wer ist die Hotelkette? Ja doch, ich meine, das wäre Maritim. Maritim ohne Krieg. Oder? Ja, ist alles relativ nobel, sieht vornehm aus, man sitzt doch ganz nett, aber ihr ja, wisst, wir mögen eher so die Campingplatzmäßigen Sachen. Oder ähnlichen. So, Rote und Meer ist direkt voraus. Wir werden gleich noch das wegnehmen, die Nerven der Putzbesitzer und das Geschirr zu schonen. Sieht von hier aus relativ frei aus, man sieht nicht viel. Das sieht alles frei aus. Haben die überhaupt offen? Der ist leer. Was ist denn hier los?
Nee, da liegen ein paar große. Ich bin beruhigt. Wobei die ASA wohnt da, glaube ich. Oder A und A. Ja. Nee, nee, hier vorne ist, glaube ich, noch Bootsverleih. Eventuell neben den kleinen blauen da. Was ist denn hier? Vor der Müritzwahl. Ich weiß nicht, wie schmal das ist. Ja, würde ich doch mal sagen, ein Steuerbord rückwärts. Nee, wir wollen übernachten. Können wir da rein in die Müritzahl? Was sagt er? Ja, da rein. Gut, ein Steuerbord vorne um den. Ein Steuerbord? Ja, aber ich dachte, ich auch rein. Ach so, ja. Voller vorne wieder mit der Mittellein? Ja, genau. Ich hab das doch genau im Blick. Dann geb ihn rüber. Ja, aber ich habe hier drüben das Brot. Irgendein Fender hängt. Nee.